Mensch, herzlich willkommen bei der Firma Next Move, Stefan Möller. Moin. Moin. Alles gut? Alles gut. Ja, ich habe natürlich heute die Chance und ich hoffe, das klappt auch, mit einem Tesla nach Hause zu fahren. Ich hatte hier in Leipzig zu tun und da habe ich mich dann gefragt, wie komme ich nach Hause mit dem Zug oder so? Und der kennt doch hier ein, Next Move. Und da ich noch nie hier war, habe ich mir gedacht, komme ich mal einfach vorbei. Schreibt der Uwe, hast du ein Auto? Ja. Hast du ein Auto? Ja, kriegen wir irgendwie hin. Sagt er, sowas liebe ich. Eine Lösung muss es geben. Ja, ne? Mal. Eine Lösung muss es geben. Was rumsteht. Hier ist ein schöner Niro, den würde ich natürlich auch nehmen. Hier haben wir ein Model S. So aus wie meiner. Das weiß Metallic, ne? Das ist weiß Metallic, glaube ich. Ja, ja, wie meiner. Ja. Wie meiner allerdings auch mit AP2. Ja, das ist wie mein Auto. Was ist das für einer 90er? 100er. Ein 100er. Ja, den würde ich doch dann nehmen. Und dann haben wir hier ein schönes Model 3. Tiefer gelegt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was ist das für ein Fahrwerk? Das ist ein KW-Fahrwerk, Prototyp, Gewindefahrwerk. Ja. Aktuell 4 cm tiefer, ist aber einstellbar. Und ansonsten noch Chrome Delete, halt, was vorher silber war, ist jetzt schwarz. Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist auch cool, ja. Tuning. Also Blinker, ja. Außenspiegel, richtig. Klinken. Klinken, alles in schwarz. Ja, auch geil. Das ist ein US-Modell, ne? Klar. Ein US-Modell, ja. Du bist jetzt nicht der Erste, der einen hat. Aber das sieht gut aus. Gefällt mir. Ja, schön, dass reingehen ist. Jetzt sitze ich hier auf der Couch, die ich immer in den Videos sehe. Die Firma Next Move hat hier diese Ecke ausgebaut, um Videos zu drehen. Das ist alles schön sauber und ordentlich und sieht gut aus mit lackierter Wand. Weiter darf ich nicht drehen. Da kommt ein Ladekabel. Genau, hier kommt ein Ladekabel. Hat keiner gesehen. Okay, ist kein Problem. Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier, die Videos gucke ich immer. Kann ich euch auch nur empfehlen, knackige, schnelle, und das finde ich toll bei dir, Informationen. Also nicht in 1-Stunden-Video mit Nachrichten, sondern du bringst das in 12, 13 Minuten. Ja, der Versuchsaufbau, sozusagen Temperatur, Bereifung, Fahrzeug, das muss in 30 Sekunden durch sein, Fahrgeschwindigkeit. Genau. Und das sind, so muss ich ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsnews. Es gibt auch noch viele andere News von Fair zum Beispiel macht News oder Schräg, der Kanal Schräg oder Dennis Wittus und auch der Henningsen. Die Next News, genau, das machen wir natürlich auch. Also das eine mit den, das war jetzt Verbrauchsvideos oder Vergleichs- oder Testvideos, Next News. Hatten wir ursprünglich mal als News-Sendung angedacht, haben dann aber gemerkt, dass wir so spannende News in dem eigenen Laden haben, dass wir schon 2-3 News, aus der, was in der Woche gerade wichtig war, bringen. Aber natürlich sehr viel auch über uns reden und natürlich auch über unsere Kunden, über unsere Mieter reden und dass die Leute spannend finden und das konstant hohe Klickzahlen. Also vor einem Jahr hätte ich mir das nicht zugetraut. Ja. Das frag mich mal. Ja. Ich habe jetzt irgendwie 31.000 Follower, hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Und das ist ja genau das und das finde ich auch gut. Du bringst ja genau das, was passiert. Das heißt, du bist hier so an der Basis mit deinen Kunden und ihr habt die Autos, ihr habt alle Autos da, ihr seid wirklich führend in Deutschland mit eurer Autovermietung, da bin ich mir ganz sicher. Und diese Informationen, die du rüberbringst, kommen ehrlich, authentisch, offen und schnell, das finde ich gut, rüber, so dass jeder sich ganz zügig ein Bild machen kann. Und dann könnt ihr auch sehen, dass es eben eine professionelle Geschichte ist. Hier muss ich jetzt eine Dauervideo-Werbung einblenden? Muss ich nicht, ne? Nö, mach ich nicht. Es geht ja auch darum, dass wir zusammen Cannonball gefahren sind. E-Cannonball 2018, du bist ja der Gewinner gewesen. Könnt ihr mal gucken, da habe ich einige Videos auf meinem Kanal über die E-Cannonball. Mitglied des Gewinnerteams, waren da noch 3 andere dabei. Ja, genau, ihr wart das Gewinnerteam. Ihr habt sogar den Doppelfacker gewonnen, den kann ich jetzt nicht zeigen, kann ich nur sehen. den großen Pokal für den Gesamtsieg. Und ja, ihr werdet nächstes Jahr natürlich dann gesetzt sein als Sieger, automatisch, ist ganz klar, mit dem gleichwertigen Fahrzeug, um zu gucken, dass ihr dann verlieren werdet gegen mich. Nee, natürlich nicht. Soll ja Spaß bringen. Gut, ja, schön. Dann wollen wir doch mal gucken, was für ein Auto ich jetzt überführen soll. Du hast mir einen Tesla Model S 90D. S90D in Weiß zur Verfügung gestellt, dass eh nach Hamburg gebracht werden muss. Mhm. Und da das Auto zum Verkauf steht, haben wir da echt eine gute Lösung gefunden. Ich nehme das sozusagen mit. Ich muss in die Richtung, gucken wir das Auto an, nehme das dann nochmal bei mir zu Hause auf die Bühne und mache einen Check. Und dann biete ich das einfach mal auf meiner Webpage an. Mhm. Gerne. Und dann schauen wir mal. Werden wir sehen. Werde ich dann hier gleich am Ende nochmal mein Fazit von morgen bringen. Da habe ich wahrscheinlich andere Klamotten an, obwohl ich sage ja eh immer das Gleiche. Mhm. Ne?
Ja, dann gucken wir uns doch mal an. Lass uns mal rausgehen zu dem Auto. So, jetzt sind wir in dem Parkhaus hier. Und das ist natürlich schön. Wir haben eine angenehme Wärme. Das fühlt sich an wie 10, 11 Grad. Das ist er. Ist ein bisschen dunkel. Macht, glaube ich, nicht so richtig Sinn, euch das Auto vorzuführen. Der ist auch noch schmutzig. Den muss ich noch waschen lassen. Schwarzes Leder. Das ist auch echt Leder. Das ist kein veganes Leder. Und du hast ein Premium-Paket. Und ein Schiebedach. Naja, Tesla habt ihr alle schon gesehen. Ich werde den mal dann morgen ein bisschen waschen. Kann man uns überhaupt sehen, was man kann. Naja, das geht noch. Und dann zeige ich euch den mal, wie er richtig aussieht. So sieht er ähnlich aus wie meiner, nur ich sehe, er ist solid black, solid white. Das ist also kein Metallic. Genau. Aber das ist auf jeden Fall schön. Er hat einen Schiebedach. Vielleicht sollte ich mir das ausbauen für meinen. Und Soundpaket. Soundpaket? Mhm. Schön. Ja, die Ausstattung zeige ich euch morgen. Okay, damit fahre ich jetzt erstmal nach Hause und morgen dann mehr. Tschüss. So, ich bin gestern Abend um 23.50 Uhr in Lübeck angekommen und bin gefahren 5 Stunden 30 Minuten mit dem Tesla aus Leipzig. Ich bin gestartet mit 70% State of Charge. Musste einmal laden in Belitz, 20 Minuten und 30 Minuten in Herzsprung und bin dann hier in Lübeck angekommen mit 20% Restreichweite. Also insgesamt habe ich für die Strecke dann 50 Minuten länger gebraucht, als hätte ich jetzt nicht laden müssen. Ja, das Auto fährt sehr gut. Ist eigentlich genau das gleiche Auto, was ich habe. Hat nur noch ein bisschen mehr Ausstattung. Das heißt, dieses Auto hat ein Schiebedach. Das habe ich nicht. Ansonsten hat es hier ist übrigens noch die alte Version, da muss ich erstmal die neue Version aufspielen. Hier ist noch ein Winterpaket, wir haben auch die Luftfederung und wenn wir hier im alten Menü nach dem Soundsystem suchen, dann müssen wir das folgendermaßen machen. Hier seht ihr Dolby Surround, das heißt, wir haben auch das Soundsystem, wir haben den 16,5 Kilowatt Hochstromlader. Ja, volle Hütte, außer den 7-Sitzer hinten. Ich habe ihn jetzt mal gewaschen. Das sieht jetzt auch gut aus. Gestern war natürlich schmutzig nach so einer Fahrt im Salz. Ich werde jetzt erstmal anschließen. Ich bin hier mit 13% angekommen, was ja vollkommen reicht. Und jetzt mache ich ihn wieder voll. Ja, und das ist er. Dann können wir uns ja noch einmal angucken. Ein weißes Model S 90D ohne 7 Sitze. Es sind alle Kabel dabei. Hinten hat er schon die beiden USB-Anschlüsse. New Generation Seats ist für das Baujahr ja auch nicht ungewöhnlich, beziehungsweise muss dann soweit sein. Tja, so sieht er aus. Fährt gut. Fährt wirklich gut. Ich werde natürlich noch prüfen auf der Bühne. Das mache ich dann zusammen mit dem Käufer, wenn ihr den kaufen möchtet. Ihr findet den bei mir auf der Homepage Uwe Krüger Automobile. Und kann man machen, ne? Nicht abgewetzt. Soweit, so gut, das dunkle Holz, so wie ich ihn auch gewählt hätte. Ja, dann bedanke ich mich bei der Firma Nextmove, dass sie mir so ein Cheap Ride nach Hause verschafft haben. Und vielleicht kann ich euch das Auto ja verkaufen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch weitere Fahrzeuge bei Nextmove suchen. Die bieten viele an aus ihrer Flotte. Und schauen wir mal. Für mich hat Spaß gemacht und es hat sich gelohnt, weil ich natürlich viel, viel lieber Tesla fahre als alles andere. Und ihr guckt einfach mal auf meiner Homepage, ob ihr ihn da findet, wenn er noch da ist. Ich werde jetzt erstmal versuchen, an die Kunden, die bei mir schon angefragt haben nach so einem Auto vor ein paar Tagen, ob ich den verkaufen kann. Oder ich werde ihn nochmal ins Netz stellen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich war zum ersten Mal bei Nextmove. Ich finde das spannend. Ich finde das gut, dass es eine Firma gibt, die sowas macht. Ob sich das rechnet, das wird man in der Zukunft sehen. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.